Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, ihr seht's, ne, er hat ein bisschen was schon geschafft. Allerdings verhungern wir auch gerade. Also wir müssen gleich mal schauen, ob hier entsprechend unsere Fabrik da auch was geschafft hat. Ah ja, guck mal hier, 3 Rationen, das sollte reichen. Okay. Na, es reicht nicht ganz. Wir sehen, ein Fitzelchen fehlt. Das da vorne schwebt immer noch. Wir brauchen echt Kanonen oder sowas. Ich muss mir wirklich mal überlegen, so ein paar Kanonen zu basteln, damit wir entsprechend uns wehren können oder damit wir einfach mal so in den Angriff übergehen können. Das wäre halt vielleicht auch mal nicht schlecht, ne? Ja, denke ich mir auch. So, schauen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Es geht echt relativ zügig, ne? Ja, ich bin ganz froh und zufrieden. So. Ganz glücklich und zufrieden. Froh und zufrieden kann man natürlich auch sein, ne? Ja, natürlich kann man das auch sein. Sehr gut. Was brauchen wir? Herstellungskomponenten und Motor brauchen wir. Das müssten wir eigentlich dann hier drin haben. Ja, wir wollen, haben etliches dabei und ich möchte das auch alles nicht mehr mitnehmen. So, Herstellungskomponenten und Motor. Oh, das sieht gut aus. Wunderbärchenhaft. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall Batterien. Die können wir hier irgendwo dazwischen setzen. Beziehungsweise, mal gucken, wie viel 1000 Liter haben wir denn? Also wenn wir bohren, bin ich schon überlegen, dann haben wir ganz viel Steine. Dann ist wieder das Problem, dann haben wir bald nicht genug. Wir haben das ja gesehen bei unserer Basis da hinten, wo nur so ein bisschen gebohrt wurde mit dem Eis und allem drum dran. Das geht zügig. Also werden wir nochmal das hier dran setzen. Ja, ich denke das ist besser. Das ist einfach schöner. Genau, das heißt, wir nehmen hier nochmal so einen. Den setzen wir einfach auch direkt hier dran. Ja, das kommt dann hier dran. Ich hoffe natürlich, dass die Kraft von den Motoren hier ausreicht. Also wir sehen uns, platztechnisch würde es sogar passen, dass wir nochmal einen dran machen. Aber das nutzen wir für die Reaktoren. Ja, wobei, nee, wir haben gesagt Solar. Also dann hier Batterien. Ja, Batteries. Ich muss schon wieder an Metallica denken. Das ist so schrecklich. Nein, also Metallica ist nicht schrecklich, aber dass man halt so oft daran denkt, ne? Also Master of Puppets oder sowas. Ne? Ja, haha. Oh, das war so schön. Das war noch Zeiten, ich sag euch. Herrlich, 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 herrlich. So, wir gucken mal. Mehr hat er nicht. Mehr hat er nicht. Ja, da fehlen jetzt diese internen Komponenten, ne? Dann können wir nur mal gucken, wenn wir hinten rangehen, was uns da so zu geben hat oder geben kann. Ah, wir sind nicht so richtig viel, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, fast fertig, ne? Ah, hier ist natürlich ein bisschen problematischer. Was hat er denn? Er hat es noch markiert. Okay, dann probieren wir es hier nochmal. Hier macht er nichts. Okay, ja, sieht schlecht aus. Müssen wir wohl ganz, ganz viel machen. Das heißt, ich werde hier einfach mal über die Teile einen großen Frachtcontainer in Auftrag geben. Einfach komplett so soll er den machen. Wir brauchen die hier eh für die ganzen Systeme. Aber wir sehen schon, Eisen ist halt jetzt echt ein Riesenproblem, ne? Das heißt, wir lassen jetzt mal das Metall machen. Erstmal so die Teile, also ich weiß, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Motor werden wir nicht brauchen, das auch nicht. Und das wohl auch nicht. Aber den Rest werden wir so brauchen. Das gibt uns zumindest die Chance, dass wir da ein bisschen besser bei wegkommen. So. Dann gehen wir erstmal und gucken mal, ob das wirklich so stimmt oder ob ich mich jetzt total verspekuliert habe. Ja, doch, kleine echt kleine Stahlrohre und Herstellungskomponenten. Dabei müsste hier noch so viel von drinne sein. Ja, also davon haben wir auf jeden Fall noch einiges drin. Okay, ja gut.
Müssen wir noch kleine Stahlrohr basteln, ne? Ist klar. Gut, dann machen wir mal schnell. Sonst schmelzen wir erstmal das hier ein. So. Kleine Stahlrohr. Ja, ansonsten, mit Dasisch, das geht weiter. Keine Panik, ich habe auch noch ein paar Folgen. Allerdings habe ich, dadurch, dass ich momentan Dienst habe und bei uns momentan alles super drunter und drüber geht und keiner weiß, was am nächsten Tag noch Sache ist, echt keine Ahnung, wie das jetzt laufen soll. Wie das funktionieren soll dann auch insgesamt, aber hey, irgendjemand ganz, ganz Cleveres wird sich da schon was einfallen lassen. Ja, ich bin da ganz toll gespannt drauf. So, machen wir das. Müsste reichen, wenn wir das sehen hier. Dann haben wir 250 knapp, ein bisschen mehr haben wir dann, 260 vielleicht, ja ungefähr. Müsste dann reichen für die meisten Sachen, die wir da jetzt noch haben. Also ich denke mal, für den Rest reicht das noch. Und ansonsten können wir sowas wie die Reaktorkomponenten oder sowas einschmelzen. Was kriegen wir bei Reaktorkomponenten? Ah, nicht so viel, ne? Weil wir brauchen ja auch noch Batterien, also Energiezellen. Ich glaube, wir haben nicht jetzt auch gar keine dabei. Das ist so das große Problem, ne? Wir haben nicht an alles gedacht, muss man sagen. Irgendwas vergisst man ja sowieso. Das ist wie wenn man in Urlaub fährt, ne? Du machst dich los, denkst so, lululululu, hast du deine Liste. Entschuldigung. Packst alles ein, gehst sie noch ein paar Mal durch, denkst du, oh, okay, ja doch, ich habe alles. Und dann irgendwann nach einer ganzen Weile merkst du so, scheiße. Ich habe was vergessen. Gut, es ist meistens nicht so das Problem, weil man eigentlich die häufigsten Sachen irgendwie nachholen kann im Urlaub, ne? Also die grundlegendsten Sachen kriegt man eigentlich überall. Aber manchmal ist es halt schon ein bisschen problematisch. Ne? Kommt halt immer drauf an, was es ist, aber es gibt halt auch Dinge, die kann man da nicht ersetzen. Zum Beispiel habe ich das große Problem, dass mein Smartphone dieses USB-C-Kabel hat. Zum Nachladen, ja, also nicht mehr dieses normale USB, dieses Mini- oder Micro-USB, wie das auch immer heißt, wo eine Seite flach ist und die andere ist so ein bisschen abgerundet, sondern hier ist es halt egal, also der hat keine Ober- oder Unterseite, sondern ist halt komplett abgerundet. Und das heißt, du kannst ihn so oder so rum reinstecken, das ist vollkommen egal, ist natürlich pflegeleichter, ne? Du musst nicht immer Gedanken machen, so, ach, warum geht das nicht, ach, verdammt, schon wieder falsch, das hast du da halt nicht. Ist aber das Problem. Alle anderen Geräte, die ich habe, haben noch diese alten Ladekabel. Das heißt, wenn ich dieses eine Ladekabel für mein Smartphone vergesse, dann kann ich mein Smartphone nicht aufladen, wenn ich irgendwo bin. Und das ist halt echt kacke. Deshalb achte ich da immer super, super doll drauf, dass ich das dabei habe. Ja, aber das ist halt so dieses, bei mir zumindest, ne, wo ich so, merk. Aber gut, sowas hat er hier da. Oh doch, Anzeige fehlt. Es kann nicht wahr sein, warum fehlt eine Anzeige? Warum fehlt denn Anzeige? Haben wir echt keine Anzeige mehr? Das glaube ich nicht. Da, guck mal, da ist doch was. Und ich sehe... Ah, das ist ja... Und da sind auch noch... Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich mache das mal jetzt so... Ich werde die nämlich erstmal zerlegen. Ah, wir bekommen nur Silizium davon. Ha, toll. Was haben wir denn hier noch im Frachtcontainer? Leider nicht das, was ich brauche, ne? Sensorkomponenten könnten wir zerlegen. Das ist eine gute Sache. Ja, das müsste vielleicht noch was bringen. Ja, ein bisschen Eisen. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen. Und Nickel vor allen Dingen. Das ist okay, dann ist dann doch wieder ganz in Ordnung. Was ist denn? Wird er sogar fertig? Auch wenn mich das nicht voranbringt, weil wir, glaube ich, noch viel, viel mehr brauchen. Aber na gut, okay, wir haben zumindest ein bisschen was. Ja, wobei ja mit Urlaub jetzt ja sowieso so die Sache ist, ne? Das geht ja alles irgendwie nicht so richtig. Und ich brauche noch 86, okay. Das ist natürlich schon ein ganzer Batzen, ne? 86 so ein... Das müssen wir erstmal irgendwo ran schaffen. Das heißt, wir werden ganz kurz nach da hinten fliegen. Ein bisschen Eisen holen. Genau. Das Eis. Stein nur.
Schon wieder Regen. Das ist nur Stein. Okay. Ganz schön diesig, ne? Es ist nicht viel, aber ein bisschen was. Und das bisschen sollte mir hoffentlich reichen. So. Ich weiß gar nicht, ob wir noch 86 davon produzieren. Ich glaube nämlich nicht. Siehst du? Ja, genau. Machen wir einfach 100. Ja, wir sehen, es steigt fleißig, aber ob er das schafft. Er hat jetzt über 1000. Ja gut, okay, das sollte locker reichen. So viel brauchen wir jetzt nicht. Also wir sehen, das bisschen hat schon was gebracht, ne? Es ist nicht verkehrt. Ansonsten müssen wir halt einfach anfangen, hier Sachen zu zerlegen. Was soll's? Nützt halt nichts. Bevor wir dann irgendwann dastehen, hier haben wir auch noch jede Menge Zeugs, was wir sonst dafür nutzen können. Genau, passt. Dieses passt, Wackel unter der Luft. Genau, sowas in der Richtung. Sehr schön. Okay, das ist dann, warte mal, wo? Da oben. Das ist schon wieder so ein großes. Guck mal. Und. Okay, es fliegt weg. Armed Transport Warrior. Mit Magnesium. Auch nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir das überfallen, ob die Sachen wirklich drin sind. Das wäre ja ziemlich mies. Wenn man dann wirklich das wagt, ja, und sich denkt so, ich überfall die. Und dann ist das ja gar nicht drin. Das wäre natürlich richtig kacke, ne? Aber gut. All das kann passieren. Sieht natürlich jetzt schnieke aus. So. Ich mach mal das hier weg. Das nervt mich in letzter Zeit so ein bisschen. Ja, es sind zu viele Markierungen. Okay, so, das heißt, das haben wir. Jetzt brauchen wir Batterien. Da nehmen wir... Ja, ist die Sache. 240 im Vergleich zu 80. Nehmen wir erstmal die normale Batterie. Die müssen wir erstmal schon schaffen zu basteln, ja. Das wird schon schwierig genug. Ja, das könnte jetzt auch lustig werden. Ich glaube, dafür haben wir gar nichts da. Okay, Energiezellen. Gut, dann setzen wir die dann hier hin. Also wir werden das so machen, dass wir zur Not hier noch die Leitung nutzen können. Für was auch immer. Man weiß es ja nie. Also von daher setzen wir die dann einfach hier so hin. Genau, aber dann so, dass ich das sehen kann. Genau. Und hier drüben dann auch entsprechend. Das so oder? Ja, verdammt. Na, ist egal. So, was brauche ich denn jetzt hier noch ganz dringend, damit ich die zumindest mal benutzen kann? Energiezellen. Oh ja, oh Wunder, Wunder. Also Computer brauchen wir noch und Energiezellen. Energiezellen sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Ich glaube, das meiste, was wir brauchen, ist Silizium. So. Und Computerteile sollten wir eigentlich massenhaft haben. Sagen wir einfach mal 100. Ach so, Eisen ist wieder das Problem. Ha, wer hätte es erwartet? Wer hätte gedacht, dass Eisen ein Problem sein könnte? Ja, wer das denkt, bitte melden, ja. Könnt ihr gerne Bescheid sagen. Sag mal, ey, ich wusste das schon von Anfang an. Eisen mit einem Problem. Okay, sehr schön. Du hast gewonnen. Was, weiß ich noch nicht. So, sagen wir 43. Hier sagen wir auch nochmal... 17, dann sagen wir hier nochmal 5 und Kommunikationskomponenten komplett, genau.
So, und davon sagen wir nochmal so 10. Dann haben wir eigentlich, dann haben wir eigentlich genug Sachen drin. So, und dann werden wir einfach. Genau, das einfach alles zerstückeln und wir sehen, da kommen jetzt ein bisschen was zusammen. Von allem, also eigentlich wirklich von fast allem was. Also hier sind Silizium, Silber, Kies, Kobalt, Nickel, gut, Magnesium und sowas fehlt. Aber die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich damit dabei und damit soll das reichen. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.